Die Bundesliga ist zurück und wir mit unseren Tipps dazu zum 26. Spieltag. Und da ist der deutsche Klassiker. Das Schönste an der Länderspielpause war ja die Vorfreude auf dieses Spiel Dortmund-Bayern für Bundesliga-Fans. Da geht schon um sehr viel. Leider oder zum Glück haben wir jetzt aber den Tuchel Thomas wieder in der Liga, der die Bayern aus meiner Sicht hier zum haushohen Favoriten reifen lässt gegen den BVB in Dortmund. Aber die Quoten schauen wir uns dann einfach nochmal an. Erstmal geht's los, Radek, am Freitag. Genau, Eintracht Frankfurt gegen VfL Bochum. Und die Frankfurter haben ja auch so eine Krise hingelegt, so ein paar Spiele in Folge verloren. Und da ist ja Oliver Glasner jetzt irgendwie so im Gespräch gewesen, dass er den Absprung macht oder eben gefeuert wird. Weil ja Tottenham auf der Suche nach einem neuen Trainer eben nicht den Wunschkandidaten Tuchel bekommen hat. Und dann wurde halt Glasner in den Ring geworfen oder sein Name zumindest diskutiert. Ich glaube aber, Glasner wird sicher nicht gefeuert werden. Was würden die sich auch einbilden bei Frankfurt, den besten Trainer aller Zeiten zu entlassen, der sie in die Champions League geführt hat? Und in der Liga läuft es ja trotz dieser letzten Schwächeperiode auch nicht so schlecht. Sie sind noch Sechster, also besser kannst du es in Frankfurt ja nicht treffen. Aber natürlich, Glasner ist ja auch einer, der entscheidet selbst, wenn er geht, wie er es bei Wolfsburg gemacht hat. Nach der Saison werden die Karten neu verteilt, aber jetzt ist er noch da. Bochum hat sich auch wirklich rausgemausert aus diesem Tabellenkeller durch zwei Siege in Folge, wo man nicht unbedingt damit rechnen konnte. Vor allem gegen Leipzig, dieses 1-0 war schon sensationell. Und dementsprechend sind die Bochumer vielleicht gar nicht so der krasse Außenseiter, wie jetzt die Quote vermuten lassen könnte. Ja, aber man kann jetzt Bochum gerade auswärts, auch wenn sie natürlich gegen Köln gewonnen haben, nicht da jetzt stark reden. Das funktioniert nicht. Ich glaube, das höchste aller Gefühle könnte ein Unentschieden für den VfL sein. Aber hier gehe ich doch auf einen klaren Frankfurt-Sieg. Jetzt nicht im Sinne von, dass es ein 3-0 wird oder so. Ich glaube, die Bochumer werden alles in die Waagschale schmeißen, wie der Fußballer so schön sagt. Und Frankfurt wird das so 2-0, 2-1 gewinnen. Also wüsste nicht, warum nicht jetzt Frankfurt mal wieder in die Erfolgsspur kommen sollte. Ist das eine Wette wert? Nein. Bei der Quote beide treffen 1,8, wenn man davon ausgeht, dass Bochum Frankfurt das Leben schwer macht, wie du gemeint hast. Und über unter bei dieser Line keine Option, aber beide treffen könnte man im Auge behalten. Ansonsten einfach den Freitagabend anderweitig genießen oder eben zumindest nichts Wettenswertes dabei. Ähnliche Quotenverteilung bei Mainz in Leipzig. Höchst interessant, weil bei Leipzig haben wir ja gerade gesehen, die haben gegen Bochum verloren. Die wurden von Man City durchgewatscht und auf der anderen Seite kommt mit Mainz eins der formstärksten Teams der Liga und immer ein höllisch gefährlicher Gegner. Also das ist vielleicht dann doch eine zu niedrige Quote für Leipziger, die aus den letzten vier Spielen immerhin dreimal verloren haben. Auch wenn die Gegner vielleicht bis auf Bochum etwas besser noch waren als Mainz. Ja, und Leipzig ist ja auch eins der Teams, das aufgrund seiner internationalen starken Spieler nicht wirklich eine Verschnaufspause hatte. Also da durften ja wirklich einige auf Länderspielreise. Das ist bei Mainz natürlich ein bisschen anders. Deshalb sehe ich die ausgeruhter. Für Mainz geht es jetzt eigentlich nur noch um eine Belohnung. Das heißt, die haben keinen negativen Druck und Leipzig muss ein bisschen aufgrund der letzten Spiele aufpassen, dass sie da nicht vielleicht noch die Champions League verzocken. Deshalb geht es da schon um einiges. Die haben halt aber mit Marc Rosé einfach einen sensationell guten Trainer und ich glaube, Bo Svensson nicht, oder? Bo Svensson ist besser, aber der hat halt den schwächeren Kader. Also das ja. Ist jetzt, Bo Svensson ist ja offensichtlich bald auch bei Tottenham, was weiß ich. Also eigentlich muss man den auf ein ganz, ganz hohes Podest heben. Aber Peter Neururer hat damals schon gesagt, wenn es nach Leistung der Trainer gehen würde, würde er Real Madrid trainieren. Am Ende hat es dann doch eher für die Teams wie Hannover, Schalke und Bochum und so weiter gereicht. Also wird ein schweres Spiel für Leipzig, aber auch hier, denke ich, ist es kein Tipp wert und ich glaube auch ein 2-0 dürfte es am Ende sein für RB Leipzig. Darauf kannst du halt leider aufgrund der letzten Ergebnisse fast nicht wetten und
Sonst ist es meiner Meinung nach Spekulation. Dafür habe ich einfach mittlerweile zu viel Respekt vor Mainz, ehrlich gesagt sogar, weil diese Sechserquote bei einem Team, das ja eigentlich hier schon konkurrenzfähig sein könnte. Aber die Kader, klar. Das ist natürlich krass, wenn du überlegst, dass ich 2,5 Jahre jetzt immer Mainz nicht nur stark geredet habe, sie waren ja tatsächlich auch stark und du immer dagegen bist. Und jetzt auf einmal hat auch bei dir es geklingelt. Ach so, ich hatte es eher so in Erinnerung, als hätten wir beide Mainz immer unterschätzt, auch zu Recht. Aber es ist natürlich einfach so, dass sie einen Lauf haben. Aber schlecht die Quote auf Leipzig, auch wenn man davon ausgehen kann, dass sie zu Hause jetzt wieder mal ein raushauen, vor allem weil sie ja ein bisschen Erholung ist vielleicht das falsche Wort, weil ja auch viele davon bei diesen unnötigen Länderspielen waren, aber ja, brauchen wir nicht drüber reden. Und Freiburg zu Hause gegen Hertha, fast ähnliche Situation, bisschen bessere Freiburg-Quote, bisschen schlechterer Gegner mit Hertha. Kann man da drauf wetten? Muss fast, oder? Also ja, wir haben hier den 4. gegen den 16. Dass Hertha 16. ist, liegt einzig und allein daran, dass die anderen noch irgendwie schlechter in Punkte holen sind. Schalke hat aber zumindest einen besseren Lauf, aber sie haben halt viele Unentschieden. Und die Hertha konnte halt irgendwie 2 Spiele gewinnen. Und dann dachte man, das Gröbste ist vorbei. Sie sind aus der Krise draußen mit dem Sieg zu Hause gegen Gladbach, muss man sagen, und zu Hause gegen Augsburg und einen Punkt zu Hause gegen Mainz. Und wenn ich schon dieses Zuhause so betone, dann will ich damit natürlich sagen, dass sie nach Freiburg fahren und wieder die Hucke voll kriegen. Oder siehst du das anders? Ja, nee, sehe ich ehrlich gesagt genauso. Freiburg finde ich deutlicherer Favorit als jetzt beispielsweise Leipzig oder Frankfurt. Einfach, weil du Hertha nicht mehr nach dem Namen und dem potenziellen Spieler, die da gut sein mögen, bewerten darfst. Ich meine, schlechteste Auswärtsmannschaft. 1 Sieg auswärts, 10 Niederlagen, 1 Unentschieden, 11 Tore geschossen. Freiburg hingegen eine der besten Heimmannschaften. Wir wissen es, erst 10 Gegentore. Allein das spricht doch einfach dafür, dass die Freiburger hier die Oberhand behalten. Die Quote 1,7 ist jetzt natürlich für eine Freiburger Mannschaft immer gefährlich, egal wie gut sie sind, muss man sagen. Da hat man jetzt nicht so die Power-Überzeugung, den Powerbock drauf zu setzen, aber auf der anderen Seite kann man es machen. Ich habe noch was Interessantes. Jetzt könnte man natürlich schauen, ja, Asian Handicap, gewinnen sie mit 2 Toren Vorsprung? Glaube ich aber gar nicht mal. Ich glaube eher, sie gewinnen 1-0 und dann könnte man sagen, Sieg zu 0 wäre eine Option und da kriegst du eine 2,75er-Quote. Warum sollte Hertha in Freiburg treffen, hä? Tode, Lucky Baccio. Der trifft höchstens gegen Deutschland. Ja, ist auch bei weitem nicht so gut wie Freiburg defensiv und zu ganz Hause. Genau. Dann auch einen schlechteren Trainer. Ah, das for sure, weil da geht's ja keiner drüber über Krisestreich. Schalke gegen Leverkusen, interessantes Duell, weil ja Schalke die Unbesiegbaren geworden sind, haben jetzt echt 6 Spiele in Folge nicht verloren oder sogar mehr, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Haufen Unentschieden, die kann keiner mehr zählen. Und sogar gegen Dortmund im Derby, das war natürlich ein Riesen-Statement fast schon von Schalke hier gegen den aktuellen Tabellenführer, das darf man ja auch nicht vergessen, ein 2:2 zu erreichen. Auf der anderen Seite hat ja Leverkusen gerade eben Bayern gewonnen. Fluch? Genau, deshalb ist die Quote natürlich so hoch auf Leverkusen wegen dem Bayern-Fluch. Jeder, der uns verfolgt, jeder, der die Bundesliga verfolgt, kennt den Bayern-Fluch nur zu gut. Aber du musst, genauso wie wir gesagt haben, dass Leverkusen eine viel zu hohe Quote in Bremen hatte, da wurden wir mit der richtigen Wette belohnt zu einer echt starken Quote, sehe ich das jetzt hier genauso. Bei einer 1,6, 1,7, da kann man echt überlegen, ob man das spielen sollte, aber eine fast Verdopplungsquote auf Leverkusen. Vielleicht Schalke könnte wirklich das einzige Team in dieser Liga sein, für die die Länderspielpause mal abseits, abgesehen von Dortmund vielleicht schlecht ist. Das könnte wirklich sein und nicht, weil sie so viele Nationalspieler haben, aber weil halt gerade der Lauf vielleicht dadurch unterbrochen wird. Leverkusen, Double Chance, Verdopplung meinst du?
absolut legitim, muss man eigentlich machen. No matter how many games die Schalker in Folge jetzt nicht verloren haben. Ist eigentlich ein weiterer Grund, dass diese Serie jetzt mal zu Ende ist gegen eine starke Mannschaft wie Leverkusen. Und ich glaube, das ist ein Novum, dass man dann auf eine Mannschaft setzt, die eigentlich den Bayern-Fluch haben müsste. Genau. Union? Deshalb geht es jetzt wieder weiter nach Berlin und zwar zu den Eisernen, die den VfB Stuttgart empfangen mit Bruno Labbadia, der, ja, da hatten sich die Verantwortlichen bestimmt auch einen positiveren Effekt gewünscht, aber die Mannschaft ist halt immer noch die gleiche und da fehlt es irgendwie aus meiner Sicht von Führungsspielern her. Jetzt gab es ein Unentschieden mal gegen Frankfurt, aber hilft halt nichts. Sie stehen hinten drin, Union tut sich aber vor allem gegen die schwächeren Teams schwer, gegen die, ich sage jetzt mal, gleich guten auf Augenhöhe, egal auf welchem Tabellenplatz die sind. Da gewinnt man mit seiner Taktik, sie spielen ja sehr effizient, wie es so schön heißt. Und mit ihrem Spielstil haben sie ja schon gegen Schalke auch hier im internationalen Geschäft ihre Herausforderungen gehabt. Deshalb erwarte ich auch hier ein sehr, sehr knappes Spiel. Am Ende könnte man hier sogar sagen, das Unentschieden hat Value. Dafür müsste aber wiederum die Quote doch einfach viel höher sein, weil alles, was ich jetzt gesagt habe, wissen die Buchmacher offensichtlich auch. Anders ist eine Zweierquote nicht zu erklären. Nee, also das ist eigentlich geisteskrank, wenn man das so sieht, gerade mit der Tabelle, die das ja eigentlich für Blinde nochmal verdeutlicht. Wir haben mit Stuttgart eine Mannschaft, die hat noch nie auswärts gewonnen. Wir haben den Tabellenletzten mit Stuttgart beim Tabellendritten und so weiter. Union hat noch nie zu Hause verloren und so weiter. 8 Gegentore. Das ist eigentlich eine Quote von 1,3, wenn man ehrlich ist. Oder so. Ja. Aber sie kriegen eine 2,12. Also mehr Value habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Echt. Und wenn am Ende dieses Spiel nicht Union gewinnt, dann natürlich wissen die Buchmacher mehr. Dann ist es ein Beweis dafür, dass es beim Wetten einfach keine sicheren Sachen gibt. Aber es ist auch egal, weil man muss auf Value wetten und auf 100 oder 1000 wetten, setzt sich dann die gute Wette durch und das ist eine super Wette. Okay, dann ab zum nächsten Spiel. Gefällt mir. Und da ist es jetzt Wolfsburg gegen Augsburg. Immer noch nicht Bayern gegen Dortmund. Gibt es denn sowas? Wolfsburg gegen Augsburg, das Spiel interessiert mich jetzt gar nicht. Ja, sollen sie es jetzt absagen, weil der wohlfeine Herr irgendwie gerade irgendwie Sand in der Vagina hat oder was? Aber es ist eine interessante Quote, muss man sagen, mit 1,6 auf Wolfsburg. Wir haben ja an diesem Spieltag einige niedrige Heimquoten, geschuldet der Thematik, dass es halt einfach einen starken Heimfaktor in der Bundesliga gibt. Allerdings hat sich das in den letzten Spieltagen so ein bisschen gedreht, weil es auch verstärkt Unentschieden gab. Augsburg, wissen wir alle, kann auswärts überhaupt nichts. Nur Niederlagen im Prinzip zuletzt, wenn sie irgendwo hinfahren mussten. Diese Fahrtkosten hätten sie sich wahrscheinlich gerne gespart. Wolfsburg ist jetzt von Augsburg aus gesehen auch nicht der nächste Weg. Da fährst schon an die 400, 500 Kilometer. Jetzt ist Wolfsburg auch zuletzt, ja, mein Gott, wieder einigermaßen stark gewesen, 4 Spiele in Folge nicht verloren. Das spricht einfach vieles dafür, dass Wolfsburg zu Hause die Punkte behält. Warum sollten der Augsburg jetzt plötzlich gewinnen? Klar, keine Chance hier in Wolfsburg, deswegen diese 1,6 auf Wolfsburg sogar Value, meiner Meinung nach. Ja, mir tun letztendlich einfach nur die Augsburg-Fans leid und ich weiß gar nicht, ob da Leute mit nach Wolfsburg fahren, also die müssen ja auch komplett gestört sein oder die Tickets geschenkt bekommen haben. Überleg mal, dein Team gewinnt nie auswärts, du spielst in Wolfsburg, in einer Autostadt, haben die überhaupt ein Nachtleben? Du kannst ja nicht mal sagen, hey Beppi, ihr war jetzt in Leipzig oder so und habt mir die schöne Stadt angeschaut, sondern du fährst nach Wolfsburg. Ja, warum? Machen eigentlich nur die Leute, die gerade einen VW kaufen wollen und den persönlich abholen, die kriegen wahrscheinlich dann noch irgendwie einen Eintritt in dieses Spiel oder so. Also auch die Leute, die einen VW heutzutage kaufen, tun mir genauso leid, die da hin müssen. Ja, VW sollte das Auto zu dir vor die Haustür bringen. Einfach irgendwo in schönere Gegenden verlagern. Ja, ja. Aber nein, VW muss das Auto vor deine Haustür bringen und dir dankbar sein, dass du das kaufst. Vor allem, wenn es so ein ID3 oder ID4 ist. Absolute Scheißkarte.
Sorry, falls du den da draußen hast. Ja, sei mal vorsichtig. Also ich habe immerhin Volkswagen-Aktien, weil die sauber Dividende zahlen. Aber das ist ein anderer Kanal. Trend Better, schaut mal rüber. Aber wir machen weiter mit Bayern München gegen Borussia Dortmund. Das ist ein interessantes Spiel. Wir haben hier den Tabellenzweiten als Underdog, die Münchner eigentlich, aber sie haben eine bessere Quote, obwohl da ja einiges passiert ist. Sie haben den Trainer entlassen nach einer katastrophalen Leistung bisher in der Saison. Nur mit 3 Toren in 2 Spielen das Champions League Viertelfinale erreicht gegen Paris ist einfach zu wenig. Tabellenzweiter in der Liga ist auch zu wenig hinter Dortmundern, die halt einfach stark waren. Und dann verlierst du natürlich gegen Leverkusen. Da würde ich jeden entlassen, wenn du gegen Leverkusen verlierst. Klar, bei Bayern brennt der Baum, 1 Punkt Rückstand auf Dortmund. Jetzt haben sie sich einen gesichert, der bekannt dafür ist, dass er Dortmund ja gut kennt und auch Dortmund nicht mehr mag, weil er ja da damals unschön entlassen wurde, obwohl er auch super erfolgreich war. Ja, ganz genau. Und auch in der Champions League, in der Gruppenphase, war das ja katastrophal, was der FC Bayern gespielt hat. Hm. Aber du siehst, welche Außendarstellung oder welchen Stellenwert Leverkusen hat. Wenn du gegen Leverkusen verlierst, dann ja, war's das. Als findest Oli du nie Kahn wieder einen Job irgendwo. Nein, als Oli Kahn sagst du, Alter, Leverkusen kann in der Historie 8 Punkte Vorsprung gehabt haben in der Tabelle und du fährst dahin und gewinnst 5-0, weil die können nichts. Und jetzt verlierst du gegen die nach Führung. Ja, bitter. Ja, der Nagelsmann damit Danke. Karriereende als Fußballtrainer. Vielleicht kann er noch irgendwie Tauchlehrer oder Skilehrer oder sowas werden. Also, wo man halt nicht mit Profis unbedingt dann zu tun haben muss. Aber gut, hat er jetzt bei Bayern auch nicht gehabt, wenn man also Kahn und Salihamidzic anschaut. Aber gut, Fußball gegen Dortmund. Du hast gesagt, denen könnte diese kleine Break von den Länderspielen ein bisschen schaden. Sie haben gegen Köln sich eigentlich schon mal in Rage geschossen, aber jetzt halt der bisschen der Downer und gegen Tuchel kannst du eigentlich nicht gewinnen. Genau, und das ist genau das, was ich meine, warum ihnen die Pause geschadet hat. Ich meine, sie hatten ja auch ein paar Blessuren und so weiter. Ich habe, glaube ich, im Intro gesagt, sie spielen in Dortmund, in München natürlich, aber ich meine, aufgrund der, ich glaube nicht, dass es zu dieser Verpflichtung von Tuchel gekommen wäre vor dem Dortmund-Spiel, wenn die Länderspielpause nicht gewesen ist. Und deshalb denke ich, dass jetzt hier jeder Bayern-Spieler einfach weiß, dass er performen muss, um im System Tuchel mitzuspielen, weil ein Tuchel hat auch keine Angst vor großem Namen. Im Gegenteil, er ist der große Name, jetzt auch in diesem Club. Und deshalb freue ich mich wieder. Ich freue mich vor allem auf die Champions League gegen Man City. Das ist ein Duell mit Brisanz, aber jetzt freue ich mich am allermeisten auf dieses Spiel. Und ich hoffe, dass Dortmund irgendwie mithalten kann. Wenn du fragst, was ist denn dein Tipp? Ja, was ist so dein Tipp? Würde mich voll interessieren. Dann sage ich leider 4-0 Bayern München, weil der Matchplan vom Thomas Tuchel genau aufgeht und nicht nur das, seine Spieler werden jetzt 120% geben, auch die rein eingewechselt kommen. Ich glaube, das wird ein ziemlich krasses Spiel von Bayern und ich bin gespannt, was Terzic und Dortmund da zu leisten. Steile These teile ich leider nicht, weil ich denke, Tuchel braucht ein bisschen, um halt anzukommen. Ich denke schon, dass Bayern das Spiel dominieren wird, weil sie auch zu Hause spielen und das allein schon reichen würde. Und ich würde auch die Vermutung aufstellen, dass sie gewinnen, wenn jetzt nicht Tuchel Trainer wäre, sondern Hennes der Geißbock oder irgendwer anders. Also du kannst eigentlich einen Esel an die Seitenlinie stellen und die Spieler würden gegen Dortmund trotzdem gewinnen. Jetzt ist es aber so, dass ich auch nicht glaube, dass sie hoch gewinnen, weil das irgendwie auch nicht Tuchels Style ist, oder? Also bei Chelsea war er bekannt dafür, dass er ergebnisorientiert spielt, defensiv orientiert, aber da hat er natürlich auch einen Haufen Scheißspieler gehabt und jetzt, bei Bayern hat er natürlich auch ein bisschen mehr Potenzial mit Musiala, mit Gnabry und Sané, die auch ganz gut sind, wenn sie Bock haben und da könnte Tuchel der Richtige sein, bis es halt dann wieder endgültig voll kracht und irgendwie er wieder den Verein verlassen wird, aber vorerst ist es ja sein erstes Spiel. Und was auch noch krass ist, auf einmal kommt Sané von der Bank. Mané. Ja, den gibt's auch noch. Ja, krass, oder?
Ja, wenn du so einen noch in der Hinterhand hast, der irgendwie bei den letzten Weltfußballerwahlen immer in den Top 10 war oder sogar noch besser, das ist nicht so verkehrt. Ja. Was tippst du denn? Was ist dein Ergebnis? 2-0 für die Bayern. Also sind wir wieder dabei, wenn der FC Bayern eine Quote um die 1,6 hat, dann musst du eigentlich draufgehen. Genau, aber das ist auch der Grund, dass ich finde, die Quoten für Übertore, was ja bei dir noch drin wäre beim 4-0, wage ich halt zu bezweifeln und ich gehe halt davon aus, dass es ein 2-0, 2-1 oder vielleicht sowas um den Dreh wird, vielleicht auch weniger. Und dann ist eigentlich meine Lieblingswette hier fast unter 3,5 Tore bei einer Zweierquote. Auf der anderen Seite kannst du halt sagen, einfach ein Bayern-Sieg mit 1,5. Das ist absolut kein Value im Moment. Dafür weißt du, ohne sich jetzt in Rage zu reden, einfach nicht, wie es ausgehen wird. Deswegen, es könnte natürlich alles passieren. Aber ich bin heiß drauf, ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Und Samstagabend 18.30 Uhr, da werden wir dann uns alle mehr drüber amüsieren und mehr wissen. Aber vorerst haben wir noch zwei Sonntagsspiele und die sind auch nicht von schlechten Eltern. Wir haben das rheinische Derby zwischen Köln und Gladbach. Beide machen ihren Fans im Moment oder überhaupt nicht so immer viel Freude. Sie haben beide krasse, gute Spiele gehabt, aber bei Köln vor allem jetzt die letzten zwei Spiele verloren und gegen Dortmund 6 Gegentore kassiert. Außerdem war das Tor gegen Dortmund seit langem mal wieder ein Treffer der Kölner. Seit dem 3-0 gegen Frankfurt haben sie ja kein Tor mehr geschossen. 4 Spiele in Folge torlos geblieben. Und auf der anderen Seite Gladbach genauso vogelwild. Da schaffen sie es, dass sie gegen Bayern gewinnen und in der Folge kein Spiel mehr gewinnen. Also gegen wesentlich auf dem Papier natürlich leichtere Gegner. Und das hast du ja schon oft gesagt, Gladbach kann halt nur gegen gute Teams. Ja, deshalb unentschieden. Also krass ist natürlich auch, dass Baumgart mit Köln nach Dortmund gefahren ist, um dort zu gewinnen. Und dann kriegt er ja so einen richtigen Tennissatzergebnis, 1-6. Jetzt haben wir zwei formschwache Teams, die aufpassen müssen, dass es nicht für den Trainer Farke vielleicht nur eine Saison bei Gladbach war und für Köln nicht nochmal in die Abstiegsränge geht. Also ein Unentschieden 1-1 fühle ich hier. Mhm, und wir haben auch keine unentschiedene Tendenz gehabt. Und in diesem Spiel sollten wir einfach mal sagen, unentschieden. Ja, ohne die Quoten jetzt so bisher thematisiert zu haben, 3,6 ist eine gute Unentschiedenquote. In diesem Spiel, bei dem die Gladbacher auswärts nicht viel reißen, Köln zu Hause nicht verlieren muss. Aber man könnte genauso gut sagen, Köln hat weniger Argumente, dieses Spiel zu gewinnen als Gladbach. Warum ist Gladbach Außenseiter? Das wäre fast noch meine Lieblingswette oder meine bessere Wette, dass man sagt, Asian Handicap plus 0,25 auf Gladbach. Beim Unentschieden gewinnst du auch die Hälfte, aber hat meiner Meinung nach halt mehr Value, weil Gladbach dieses Spiel auch gewinnen kann, weil sie auch die besseren Spieler haben. Wie sie gegen Bayern gezeigt haben, kannst du mit Gladbach immer rechnen und die sind gegen Köln sicher nicht der Außenseiter. Bin ich bei beiden Wetten dabei, weil das Unentschieden ist ja abgedeckt und ich finde es ja persönlich eh geiler, wenn man zwei Drittel der potenziell möglichen Ergebnisse mit einer gewinnbaren Wette abdeckt. Und dann kommen wir, glaube ich, zum letzten Spiel. Das ist dann Werder gegen Hoffenheim. Füllkrug zweimal hat er jetzt gestartet als Nationalspieler. Zweimal hat er auch, dreimal hat er gleich getroffen. Also 6 Treffer in 6 Nationalländerspielen. Das ist schon geil. Auch wie er in der Liga bei einem wirklich schwachen Offensivteam, beziehungsweise einem Aufsteiger, 15 Tore und 5 Vorlagen gibt mit Duxchi. Ein richtig geiles, kongeniales Sturmduo abbildet. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass er nächstes Jahr noch bei Bremen spielt. Ich habe es dir davor gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass er sogar zu Bayern der neue Choupo-Moting wird. Ich glaube, es wäre ein Spieler, den kannst du wie damals Sandro Wagner starten lassen oder auch von der Bank bringen. Der ist einfach nur happy, dass er bei so einem Top-Club noch zu diesem späten Karriere, also er ist jetzt nicht uralt, aber er ist halt schon 10 Jahre dabei und war schon zweite Liga. Also ich sehe ihn bei Bayern, ich sehe ihn bei englischen Teams, ich sehe ihn auf jeden Fall nicht mehr bei Bremen. Ich glaube, die können jetzt nochmal richtig abkassieren nächstes Jahr mit ihm und sich neu aufstellen. Lange Rede, kurzer Sinn, dass Hoffenheim so weit unten ist, auch total kranke Geschichte in diesem Jahr und unentschieden.
Ja, und du siehst, was möglich ist da im Tabellenkeller auch. Hoffenheim war ja Tabellenletzter, hat jetzt ein Spiel gewonnen und ist gleich mal auf Platz 15 aus den Abstiegsrängen rausgesprungen. Also das ist eigentlich eine Würfellotterie, was die Abstiegsplätze betrifft. Und trotzdem kann man jetzt wegen einer Schwalbe der Hoffenheimer noch nicht vom Sommer sprechen. Das war ein 3-1 gegen die Hertha und die Hertha hat ja selber diverse Probleme. Auf der anderen Seite Bremen, die letzten drei Spiele konnten sie nicht gewinnen, haben aber zumindest immer Tore geschossen. Das kann man ihnen zugute halten. Zwei Tore gegen Gladbach, in Gladbach und auch zu Hause gegen Leverkusen, die Bayern geschlagen haben, haben sie sich teuer verkauft. Spricht dann vieles für Bremen, die Quote gefällt mir nur nicht. Würde auch fast hier davon ausgehen, dass es ein Unentschieden wird. Komm, letztes Spiel, unentschieden, kann Bremen sehr mit leben. Nicht unbedingt, weil sie einen Punkt holen, sondern weil sie einfach Hoffenheim weiter auf Abstand halten. Und dann sind es ja nur noch für die sympathischen Werderaner 7 Spieltage und dann können sie auch den Klassenerhalt schaffen. Yeah. Tolle Dann Spiele! fassen wir mal zusammen, was an diesem Spieltag so gehen wird, wetttechnisch. Starten wir also gleich mal mit einem Freiburger Sieg. Gute Quote 1,7 und wer mehr Risiko will, der nimmt einfach die zu 0-Sieg-Variante mit. Es gibt eine 2,7. Schalke Leverkusen, der Trend von Schalke mit den Nicht-Niederlagen geht nicht mehr weiter. Es gibt einen Sieg für Leverkusen, auch für eine Verdopplungsquote, Radek. Und jetzt hast du welches Spiel hier dran? Union Berlin, du hast es gesagt. Ich meine, der Tabellendritte gegen den letzten 2,12 muss man mitnehmen, mit Tendenz unentschieden möglich, also Vorsicht, aber trotzdem 2,12 zu gut die Quote. Und wir gehen davon aus, dass Wolfsburg gegen die auswärts schwachen Augsburger gewinnt. Die Quote ist nicht überragend. 1,6 muss man nicht machen, kann man. Aber wesentlich bessere Wette: Borussia Mönchengladbach, Asian Handicap plus 0,25. Gegen Köln sollten sie doch nicht verlieren und einen Punkt holen. Dann gibt es eine 1,95. Was sagst du dazu zu diesen Wetten an diesem tollen 26. Spieltag? Vor allem deine Meinung zu Bayern gegen Dortmund wäre interessant. Gehst du eher davon aus, dass die Bayern hochgewinnen, wie Christian Kastel sagt, oder dass sie ohne Gegentor gewinnen, so wie ich das sage, oder hast du eine total verrückte Meinung irgendwie, so mit Dortmund und so? Ja, hoffentlich vergeht mir mein blödes Lachen nicht, das war absichtlich übertrieben, aber viel Spaß beim Wochenende, wir werden es haben und dann bis zum nächsten Mal. Genau, und wir drücken Dortmund ja die Daumen, nicht vergessen. Na. Ich schon. Na.